Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmarkt, dort gehen wir heute hin. Du und ich und du, wir haben's heute im Sinn. Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmarkt, dort gehen wir heute hin. Du und ich und du, wir haben's heute im Sinn. Und symbolisch, wenn man Liebe sät, dann... Ja, aber ihr solltet jetzt nicht ernten, also... Genießt ihr einfach. Also, auf das eure Liebe gedeiht. Schön, dass ihr alle da sind zu unserem märchenhaften Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg in 2023. Nach dem Nach-Corona-Auftakt in 2022 freut uns das, dass wir hier wieder Vollgas geben können. Ja, vielen Dank für das wirklich sehr zahlreiche Erscheinen dieses Jahr. Wir geben uns seit langem ja Mühe, dass dieser Markt was Besonderes ist und nicht nur einfach eine Ansammlung von schönen Gastrobuden, sondern wirklich auch ein Erlebnis für Kinder und letztlich die ganze Familie. Und ich glaube, das ist uns gelungen. Das haben wir in den vergangenen Jahren gesehen, dass wir immer mehr Gäste hatten. Wir haben versucht, den Markt in diesem heimeligen und handgemachten Flair zu halten, den er am Anfang hatte. Und ich freue mich, dass das eigentlich auch gelungen ist. Und wie Prinz Heinrich gesagt hat, auch das Handwerk hat einen großen Stellenwert bei uns. Es sind handverlesene Stände. Und einen Hersteller von Käse möchte ich vorstellen, das ist der David, genannt Zen. Und wir haben sie hier heute reingelockt in das Bräustüberl, um ihnen auch so ein kleines Highlight vom Weihnachtsmarkt dieses Jahr zu zeigen. Wir haben letztes Jahr damit angefangen und zwar haben wir ein Käsefondue aus dieser Käsemanufaktur mit ihm gemeinsam entwickelt und bieten das quasi als sozusagen On-Top-Erlebnis auf dem Weihnachtsmarkt an. Das kann man also, muss man davor buchen und dann kann man das mit Freunden genießen und da werden wir gleich eine kurze Verkostung davon haben. Rieselt der Schnee, still und starr ruft der See. Ja, jetzt sind wir hier gerade am Stand hier in Kaltenberg. Ein sehr interessanter Stand, haben wir mal die Masken angeschaut. Und ich habe so eine Maske mal angelangt, macht man zwar nicht, aber die ist richtig stabil und hart. Und der Herr, der hier das verkauft, kommt aus Italien, den Namen wird uns gleich erzählen, der hat gesagt, das sind stabil aus Leder und die werden irgendwie so gegerbt, dass sie dann hart sind. Ja. Aber Sie erklären mir das nochmal, also die Masken sind hart. Und Wie funktioniert das? So, wir utilisieren einen Mix mit Wasser und Harz und anderes Ingredient. Und dann, wenn der Leder ist formiert bei Hand, dieser Mix macht die Masken hart, wenn getrocknet. So. Mit dieser Methode wir können modellieren so viele Modelle mit und alles sind Unikat. So, ich kann nur in einem Modell, wir können so viel anderes machen. Auch, und das sind alles Unikate? Ja, Unikate. Und was kostet so eine Maske ungefähr? Unsere Masken kostet am 15 für die ganz kleine bis 80 für die große hier. Wir haben so viele Modelle aus Einhorn, Wildschwein, Draken auch. Oder anderes bisschen mehr Teufel oder vielen, vielen anderes. Wir nehmen uns dann Ihre Visitenkarte mit und blenden dann ein, falls einer hier nicht herkommen kann, dann kann er einfach mal bei Ihnen auf die Internetseite schauen. Wir verkaufen nur direkt am Markt, sind handgemachte Produkte, dann wir verkaufen nur direkt am Markt. Wie können die Leute erfahren, wo sie sind in Deutschland? Ja, wir haben unsere Facebook-Kontakt. Ist Bowl and Skin. Das werden wir einfach einblenden. Sie geben mir die Daten und ich blende das ins Video ein, wo man erfahren kann, wo Sie sind. Ja. Thank you.
Augenblick war ich brav. Ja, hoppla, wer ist denn das hier? Eine Fee. In grün. Eine Fee. Die entfleucht uns jetzt.